Also, dieses Instrument, das ist ein ganz besonderes Instrument und da ich das Instrument sehr gut kenne, hatte ich sehr lange diesen Wunsch gehegt, für dieses Instrument und für ein größeres Ensemble oder ein kleines Orchester zu schreiben. Ich bringe dieses Instrument in einen Zusammenhang, also in einen polyphonen und recht komplex harmonischen Zusammenhang mit einem Ensemble, das in der Lage ist, eben auch sehr feine harmonische Zusammenhänge darzustellen, zu spielen, also Mikrotöne. Und auf diese Weise wird auch der kulturelle Zusammenhang dieses Instruments erweitert. Also ich versuche nicht, arabische Klischees hier darzustellen. Also das ist mir ganz fremd mittlerweile. Da ich also diese Idee, diesen Wunsch sehr lange gehegt habe, also auch für dieses Instrument zu komponieren auf meine Weise und diese Arbeit mit diesem Instrument, die akademische Arbeit, eben auch noch durch eine intensive künstlerische Auseinandersetzung zu vervollkommnen, ist das natürlich jetzt ein großer Wunsch mir erfüllt worden. Ne? Also auch dieses Instrument jetzt wieder hier zu haben und auf diese Weise auch für eine ganz neue Arbeit, für eine wirklich interkulturelle Arbeit zu retten, ne? Für die Nachwelt zu retten und zu zeigen, was diese Erfindung hier alles kann. Und das ist ja die Mathematik, die klingen ja nur da, wo sie genau da sind, ne? Wo sie mathematisch exakt geteilt sind. Ja, wie das vom fünften. Und es sind halt wirklich so Sprünge in einen neuen, also das ist kein Glissando, das ist die Natur ist so, die springt dann über irgendwann. Ne? Also ich meine, natürlich sind theoretisch da noch andere Teilungen drin, aber die sind zu kompliziert und das Material gibt die nicht her. Wenn wir jetzt so unendlich lange, ganz, ganz unendlich feine Saite hätten, dann könnten wir theoretisch alle Teilungen darstellen. Ne? Aber das Material, das ist halt auf diese einfachen Sachen begrenzt. Ne? Die Musik, die ich machen möchte, die geht darüber hinaus. Ne? Also die versucht, in einer Zeit zu sein, in der wir alle gemeinsam göttliche Wesen sind. Ne? Also, und einfach Freude an diesem hier, in diesem Körper und so. Also das kann ich irgendwie anfassen. Das ist was ganz Besonderes, das ist ein Geschenk. Und gleichzeitig, ich bin aber nicht nur das. Ne? Also, und ich bin darüber hinaus. Und aber so ein kindliches Verständnis, diese Freude dabei zu haben. Ne? Das ist der Raum, das ist da, wo ich in meiner Musik leben möchte.